man kann es wirklich so sagen. Am vergangenen Spieltag, ja, das war die Sensation, das war die Überraschung. Koblenz schlägt Kaiserslautern mit 5:0. Und trotz des Punkteabzugs ist Koblenz jetzt nur einen Zähler hinter dem Bundesliga-Absteiger Rostock. Klar, das ärgert die Rostocker. Und Pagelsdorf, der war so richtig sauer. Und das Ganze hatte Konsequenzen. Ihr Kommentator ist Carsten Pitschicka. Frank Pagelsdorf bestimmte Martin Reto zum neuen Hansa-Kapitän. Der 28-jährige Däne war Hansas teuerste Neuverpflichtung im Sommer. Der 1-Millionen-Einkauf soll jetzt die Rostocker Führungsfigur werden. Pagelsdorf entmachtete damit Letzon. Die Instabilität des Brasilianers erzürnte zuletzt den Übungsleiter. Hansa in Weiß-Blau, TuS Koblenz dunkelblau und schwarz, Neukapitän Reto bei der Ecke. Abgewehrt, das ist Schindler. Reto, Bartels und dann behindern sich Lenze und Kern. Dritte Minute, Hansa sofort um Dominanz bemüht. Rostock präsentierte sich geläutert nach der Ingolstadt-Klatsche. Die Weißen ständig in der Vorwärtsbewegung, Hansa kontrolliert im Spielaufbau. Bartels, Zetkovic, Reto, erster Haken und dann schöne Übersicht auf Kern. Mavric grätscht ins Leere und damit Enrico Kern völlig frei. Yeldel wehrt ab, weiter 0:0. Eine großartige Vorarbeit von Martin Reto. Kern ging schön auf die Außen. Mavric kommt dazu spät. Yeldel machte sich breit, verhinderte so den Rückstand von Koblenz. Kerns Krise geht also weiter. Seit 6 Ligaspielen Hansas Stammstürmer ohne Tor. 21. Minute, Freistoß Hansa, Reto, der Kapitän verantwortlich für alle Standards. Da ist Orestes und da ist das 1:0. Erstes Saisontor des Brasilianers und die Führung für Hansa hier hochverdient. Djorkaeff und Mavric sind zwar bei Orestes, doch der Brasilianer mit dem stärkeren Willen an den Ball zu kommen, besser im Durchsetzungsvermögen, eben torgeiler. Der neue Chef bei Hansa Rostock beim 1:0, bei seiner 4. Torvorlage in dieser Saison. Er schießt, er guckt und dann feiert er mit sich selbst. Alle gratulieren dem Torschützen, keiner dem Vorbereiter. Ein undankbarer Job, den der 28-Jährige ausübt. Mittlerweile 24 Minuten gespielt, von der TuS aus Koblenz nichts zu sehen. Hansa hätte sich eigentlich nur selbst schlagen können. So wie hier Jörg Hanel es zelebriert, Abwurf direkt zum Gegner. Taylor und dann Bajic aus dem Hintergrund. Glück für Hansa Rostock, dass Koblenz diesen Fehler nicht bestrafte. Nach 25 Minuten schon der erste Koblenzer Wechsel. Kuki kam für Krontiris. Der Wechsel klar aus sportlichen Gründen. Krontiris fand nicht statt und durfte sich gleich von Uwe Rappolder eine Standpauke abholen. Hansa mit Schindler. Immer wieder diese langen Rostocker Diagonalbälle in die Koblenzer Schnittstelle. Klares Foul von Richter an Bartels. Gute Freistoßposition für Hansa Rostock. 5 der 13 Saisontore entstanden bei Rostock aus Standards. 28. Minute. Freistoß Hansa. Und da kommt Schindler. 2:0. 104 Stundenkilometer ergab die Messung von Schindlers Schuss. So ein Tor schießt du als U21-Nationalspieler nur mit riesigem Selbstbewusstsein und natürlich, wenn der Gegner die Mauer schlecht stellt und der Torwart in seiner Ecke lieber die Finger weglässt. Artistisch auch von Lenze, da noch den Kopf wegzuziehen. Für die Koblenzer ging hier heute alles viel zu schnell. Schnell ausgeführter Freistoß von Hansa, Reto, Zetkovic, Bartels und wieder Yeldel. Die TuS schon seit Freitag an der Ostsee, eigentlich bestens vorbereitet und eingestellt, doch auf dem Feld komplett überfordert. Da putzt Koblenz Kaiserslautern am letzten Spieltag lässig weg und ist heute in Rostock in der ersten Hälfte chancenlos. Zetkovic, Schindler und dann Enrico Kern, 3:0.
Endlich beendet Enrico Kern die Torabstinenz. Und der Torschütze holte sich den Lohn seiner Arbeit selbst ab. Denn hier gewann er das entscheidende Kopfballduell und schickte Zetkovic dann schön in die Gasse. Genial von Zetkovic gelöst, artistisch von Schindler weitergeleitet. Und Kern wollte unbedingt dann dieses Glücksgefühl. Koblenz kam mit 6 Gegentoren als beste Abwehr der Liga nach Rostock, präsentierte sich aber komplett durcheinander. Uwe Rapolder brachte dann Lomic für Mavrić, spielte defensiv nur noch mit Dreierkette, gab die Partie noch nicht auf und plötzlich gab es Chancen. Hartmann völlig frei. Tuss hier mit der Möglichkeit, doch noch ins Spiel zurückzukehren. Kein Abseits, Bartels hob es auf. Den Ball hier allerdings nicht ins Tor zu kriegen, ist schon hart, Mann. Hansa führte so zur Pause 3:0. Das war großes Spektakel, da wurde so manch eine im Stadion übermütig. Zweite Hälfte, die Pause hätte Koblenz gut tun können, mal durchschnaufen, neu ordnen. Doch die Fehlerkette fand ihre Fortsetzung. Schindler gegen Wiebleshauser, Schindler gewinnt. Schindler verliert gegen Yeldell. In 1:1-Situationen der Amerikaner im Koblenzer Tor sehr, sehr gut. Schindler nahm den Ball zwar hier mit der Hand mit, aber was war da Absicht, was war geschubst? 51 Minuten bislang absolviert. Die anschließende Ecke, wieder Reto. Und da ist wieder Orestes, 4:0, Doppelpack des Brasilianers. Koblenz ohne Zuteilung. Die TuS hätte wissen sollen, dass der Orestes Kopfball stark ist. Schließlich hatte der 27-jährige Brasilianer auch schon das 1:0 erzielt. Keiner am langen Pfosten, keiner bei Orestes. Yeldell auch noch getunnelt. Reto bei seiner 5. Torvorlage. Der Däne will unbedingt wieder in seine Nationalmannschaft. In Rostock ist er Torvorbereiter und feiert weiter nur mit sich selbst. Rostock mit Schindler. Zetkovic. Wieder Kevin Schindler. Jetzt wollte er Yeldell abschießen, so wie bei seinem Freistoßtor. Yeldell aber von seinen Vorderleuten auch gänzlich im Stich gelassen. Klar hätte hier der Assistent abseits winken müssen, aber so passiv darfst du doch nicht verteidigen. Nur 4:0, schmeichelhaft für die TuS Koblenz. Hansa aber endlich mal konstant dominant und weiterhin mit Zug zum Tor. Enrico Kern. Schindler. Zetkovic, schöner Doppelpass. Nochmal Schindler, 5:0. Klar feierten die Rostocker ihren Youngster Kevin Schindler, doch das hier wollen wir mal als Eigentor von Andreas Richter werten. Hansa kombinierte im gegnerischen 16er nach Belieben. Koblenz in der Defensive immer einen Schritt zu langsam. Koblenz letzte Woche 5, diese Woche 5, nur eben umgekehrt. Und das Panoptikum ging weiter. Djorkaeff und Bekiorgi rennen sich da gegenseitig um. Schindler guckt, wieder so ein langer Ball und dann sprintet Bartels. 6:0. Erstes Saisontor von Finn Bartels und dann noch per Kopf. Auch wenn es den Koblenzern wehtut, das müssen wir noch mal zeigen. Bekiorgi mit der Sperre für den eigenen Mann Djorkaeff. Schindler. Und dann macht Bartels mit seinem Sprint aus 2 Metern Rückstand 2 Meter Vorsprung. Rostock 6, Koblenz 0. Und Hansa weiter wie in einem Trainingsspiel. Koblenz hat den Ball. Plötzlich der Rückpass genau in den Lauf von Enrico Kern. 7:0. Sein 3. Saisontor wollte Enrico Kern gar nicht mehr feiern. Es war ihm wohl peinlich, was Koblenz hier anbot. Lomic mit seiner 1. Torvorbereitung in dieser Saison. Doch der musste irgendetwas falsch verstanden haben. Enrico Kern hier gar nicht dran. Der marrte einfach nur Torhüter Yeldell.
81. Minute, keine Gnade, immer noch nicht Schluss. Da ist Lense, jawohl, der Lense, der hatte ja noch nicht. 8:0. 11.500 Zuschauer waren heute in der DKB-Arena Zeuge des ersten Fußballerstreiks mitten in einem Spiel. Lechleiter gerade eingewechselt, legte artistisch ab, egal ob gewollt oder nicht. Rostocks Leistung natürlich grandios, doch aufgrund der Koblenzer Passivität wurde Hansa dieser Tag auch sehr, sehr leicht gemacht. Und von der Tordifferenz wollte Hansa heute einfach zu den Top-Teams aufschließen. Lechleiter 9:0. Einer ging noch rein. Kegelergebnis hergestellt. Dies war ein historischer Tag. Noch nie gab es in der eingleisigen zweiten Liga einen so hohen Sieg. Letzte Woche höchster Sieg der TuS. Heute höchste Niederlage für Koblenz. Mit 9:0 gewinnt Hansa Rostock gegen TuS Koblenz beeindruckend, wie Rostock die Zielstrebigkeit über 90 Minuten hochhielt. Felix Schwadorf sucht dann zuerst Koblenzer Erklärungen. Eigentlich kann es nicht einordnen. War exakt die gleiche Mannschaft, die letzte Woche gegen Lauter 5 gewonnen hat. Und wir waren von Anfang an völlig apathisch, völlig lethargisch, sind nicht in die Zweikämpfe gekommen. Ich weiß nicht, was da heute nicht gestimmt hat. Wir waren überhaupt nicht auf dem Feld. Das war ganz, ganz bitter, ganz, ganz bittere Stunde. Das ist klar, das muss man erst mal erleben. Wir waren von der ersten Minute an nicht auf dem Platz. Und die Leistung, die wir heute gezeigt haben, hat relativ wenig, um es mal mit auszudrücken, Fußball zu tun. Das kann nicht sein, dass wir jetzt, nachdem wir in 7 Spielen 6 Tore bekommen haben, 9 auf einen Schlag kriegen. Da war was nicht in Ordnung und jetzt müssen wir rausfinden, was es war. Und wenn Rostock jedes Tor nur mit einem Bier feiert, müsste bis zum nächsten Spieltag trainingsfrei sein. 9:0, wann hat man das schon mal gespielt? Ich denke in der C- oder B-Jugend damals. Ich denke, es ist auch ein bisschen hoch ausgefallen für meine Verhältnisse, aber wir freuen uns über das 9:0 und war auch ein super Spiel für die Fans. Ich denke, die haben sich riesig darüber gefreut. Es gab sicherlich auch immer noch Sachen, die wir heute auch nicht gut gemacht haben, aber bei 9:0 bin ich mir heute lieber auch ein bisschen ruhiger. Hat man da auch ein bisschen Mitleid mit der gegnerischen Mannschaft, dem Trainerkollegen? Ja, also ich kann mir vorstellen, dass das schon eine unangenehme Sache ist, in der Höhe ein Spiel zu verlieren, aber das ist mir selbst als Spiel auch schon mal passiert, 11:1 mit Bielefeld in Dortmund und da geht auch wieder weiter. Tja, und selbst Frank Pagelsdorf outete sich heute als früherer Disco-Gänger, der Trainer als Pogo-Tänzer. Einfach rührend, diese Bilder. Na holla, die Waldfee, da geht Frank Pagelsdorf aber so richtig aus sich raus und er hat auch allen Grund dazu, solch einen Tanz aufzuführen. Es war der höchste Sieg für Rostock seit der Wiedervereinigung.